Hey, ich wünsche euch also herzlich willkommen zurück zu Madison. Bevor wir jetzt hier durch die Mauer gehen und gucken, welcher Bereich sich da befindet, gehen wir nochmal zurück zum Schloss. Denn mir wurde der Hinweis gegeben, dass sich eine Nummer am Schloss befinden könnte. Also zumindest sah es so aus, und da will ich zumindest mal nachgucken. Also zum Schloss in dem ersten Raum, wo wir die Kamera bekommen haben. Und ich habe so langsam die Vermutung, dass wir hier vielleicht das Foto hätten machen müssen, als hier der Fernseher durchgedreht ist. Weil ich glaube, dass so Geistererscheinungen quasi immer... Ich hasse diese random Sounds. Dass diese Geistererscheinungen quasi immer das antriggern. Also wenn Fotos da sind und Geistererscheinungen, dann ist das wahrscheinlich der Punkt zum Fotografieren. So, ich beeile mich jetzt ein bisschen. Ich muss nur mal eben überlegen, wo ich hin muss. Ganz zurück. Wieder in diesen Raum. So, da ist das Schloss, was ich meinte. Da ist eine Nummer eingekratzt. Tatsächlich 1-4. Ne, 1-2. Das könnte eine 7 sein. 1-2-7-4. 1-2-3-4. Okay. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Da steht rechts noch eine andere. Warte mal. 1, 2, 5, 8. Sind noch mehr? 1, 2, 5, 8. 1, 2, 5, 8. Okay, was haben wir noch? 1, 2, 5, 8. Die sind mehrere Nummern. 5, 6, 7, 0. Ich weiß gar nicht, wie genau das hier sein muss. 7. 0. Ich glaube, keins davon ist richtig. Sind sonst noch irgendwo welche? Da. 2801. Oder 2122. Ich muss mir das auch aufschreiben. 21. So viele Zahlen. 2123 oder 2801. Ich probiere alle aus, aber ich glaube nicht, dass die funktionieren. Ich glaube, es ist so schön, eine Finte. Also, dann haben wir noch 2. Ja, ich stöhne auch schon, du. 2, 1, 2, 3, bringt nichts, oder? 2, 8, 0, 1. Okay, das ist alles, hat alles nichts gebracht. Also die... Denn wann stehst du denn hier, Madonna? Genauso wie Madonna. Also das war's schon mal nicht. Die natzt mich, Alter. Alter, ist die mich am Natzen. Stehst du hier auch noch drin? Wäre lustig, wenn sie auf dem Klo sitzen würde. Na gut. Auf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Mein Kabel hängt hier schon wieder so. Also das hier. Nicht das, was ihr denkt.
So. Nicht das Fleischgabel. Okay. Oh, ich habe Angst. Hallo? Oh. Oh Gott. Warte mal, hier war. Was war hier? Ist das ein Feuerzeug? Oh, nice. So viel Licht. Was flackert hier? Okay, wir müssen da rein. Ja, ich will nicht. Kann ich Foto machen? Oha. Nur mal gucken, was mich so erwartet. Okay, da geht's runter. Alles klar. Alles klar. Oh, ich hasse das. Fingerabdrücke. Sollen wir hier was fotografieren? Nein. Nein. There are handprints on the walls. Sie labert schon wieder. Das gibt gleich einen Jumpscare, ich sag's dir. Ich hasse das. The handprints stopped. Muss ich jetzt vielleicht da rein fotografieren? Nein. Ich fotografiere mal ins Dunkel. Okay, da sind Türen oder so. Da sind aber Handprints jetzt an der Wand. Die man hier so nicht sieht. Ich hasse es. Mensch, Omi. Auf dem Foto sind immer die Dinger. Sind immer noch Handabdrücke. Okay, wir sollten uns ein bisschen. Was sagt die mal, Huga? Keine Ahnung, ich gehe mal links. Vielleicht muss ich durch das Labyrinth mit der Fotokamera. Vielleicht sind da Handabdrücke in die Richtung, in die ich gehen muss oder so. Oh Gott, ich... Ah! Okay. Das ist schlimm. Schlimm ist das. Rechts rum. Achtung jetzt. Okay. Keine Ahnung, links. Ich habe keine Ahnung. Rechts. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo soll ich denn hin? Ich muss bestimmt gucken, wo Handprints sind. Da sind nämlich keine.
Okay. Kann ich noch eins machen? Aber ich denke mal, das... Na, mach doch mal hier. Ich denke mal, das ist dann der richtige Weg, oder? Ah, ja. Okay, wo Handabdrücke sind, sind wir richtig. Okay. Rechts. Ich glaube, das Huga kam eher von rechts. Ja, da sind welche. Also. Hier lang. Fotos. Hey, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Ah. Okay. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Toll! Das heißt, hier komme ich her. Muss ich da lang? Muss ich da lang? Ach so, das wird ja nichts. Ich muss es nochmal machen. Ich sitze hier schon so ganz verkrümmt, ey. Keine Handabdrücke. Das heißt, hier wahrscheinlich Handabdrücke. Yes. Okay. Okay. So, hier oder hier? Gucken wir mal weiter geradeaus. Hallo? Geradeaus, okay. Hier oder hier? Ich glaube, weiter geradeaus, oder? Ja, okay. Geradeaus oder links? Gut, geht ja nur geradeaus. Trotzdem mal, wo ich sind. Logischerweise. Ja, okay. Rechts oder geradeaus? Gucken wir mal hier. Ich glaube schon. Wahrscheinlich auch immer da, wo sie erscheint, oder? Ja. Links oder... Gucken wir erstmal geradeaus. Ach so.
Aber ich denke schon, da wo sie ist, da müssen wir hin. Oder halt eben nicht. Luca, sagt die. Okay, rechts oder links? Links schon mal nicht. Oder vielleicht doch? Da sind auf jeden Fall welche. Und wie war das hier? Wenn jetzt rechts und links welche sind, was machen wir denn dann? Ja, da sind aber keine, siehst du? Also in die Richtung. Ich will, dass es... Oh. Okay. Ich will, dass es endet. Versuchen wir es mal links. Da sind definitiv Hände. Wir gucken trotzdem nochmal in die andere Richtung. Was war da denn? Irgendwas war da. Der Gang war da zu Ende. Einfach nur Müllbeutel. Nie im Leben würde ich in so einen Gang reingehen. Nur in die Richtung gehen. Ich meine, sie ist ja auch in die Richtung gegangen. Oh Gott, ey. Ist das schlimm. Jupp. Unser Weg. Gucken wir erstmal, ob wir hier geradeaus gehen müssen. Nee, es muss hier lang gehen. Warte. No more smiles, please. Da geht's lang. Okay. Wahrscheinlich rechts rum. Ja, ich auch. Das muss ich mal festhalten hier. Alter Schwede. Okay, wir haben Safe Point. Jetzt ist es mal arg dunkel hier.
Friedhof. Ich höre einen Raben. Es ist einfach zu dunkel, ey. Blätter. Wenn ich nicht irgendwas Tolles kriege nach diesem Trip, ey, dann weiß ich auch nicht. How did I get here? Øystein Rosvik. Peter. Regierer Jumanji. JPBDE. Der Supporter? Oder Entwickler? Ich weiß es nicht. Chainsaw Charlie. DJ Blight. Auf jeden Fall immer sehr kreativ. Denn hier schön ist. Alexis. Ich glaube, wir müssen in Richtung Gebimmel gehen. Oder einfach auf dem Weg bleiben. Ah ja. Oder ich bin hierher gekommen. Er sieht nur so aus. Können wir da lang? Nö. St. Jupiter's Cathedral. Okay. What am I doing? God. Ich kletter wieder in den Brunnen. Schön. Oh, ich bin wirklich in der Kirche, da sieh mal eine an. St. Jupiter's Cathedral wird seine Türen schließen. Kathedrale von St. Jupiter schließt ihre Pforten. Die Kirche des Grauens. Die Kathedrale von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten. Nach Jahren der Vernachlässigung und einem Mangel an Leuten, die sich um die Institution kümmern wollte, hat die Regierung entschieden, ihre Dienste einzustellen. Gemäß den Aussagen der ansässigen Bevölkerung befand sich die Kathedrale von St. Jupiter in einem voll desolaten Zustand. Und die Ansage der Regierung ist nicht viel mehr als ein politisches Manöver vor den Wahlen im nächsten Monat. Es ist wichtig, sich die traurige Liste an Vorfällen ins Gedächtnis zu rufen, die mit ihr in Verbindung stehen. Die wichtigsten wären 47 bis 49 der Tod von 13 Arbeitern bei der Errichtung der Kathedrale in den Jahren von 47 bis 49. Ja.
1951, das Geständnis von Nancy Goring im Jahr 1951, die von Priester Louis III. Persönlich an die Polizei übergeben würde. 1987, die höchst umstrittene Totenwache für die Serienmörderin Madison Hale in 1987. 1992, der Amoklauf im 92, mit 10 Kindern und 5 Erwachsenen auf tragische Art verstorben sind. 95, der Selbstmord von Vater George in 95. Und 2015, Kathedrale von St. Jupiter schließt endlich ihre Pforten. Nancy Goring, Louis, Madison Hale, das sind die Namen. Okay. 1951, 87, 2015. Wie viele Jahre stecken denn immer dazwischen? 36 Jahre? Nee, das kommt nicht hin. Zumindest zwischen 51 und 87. Na gut. Aber es würde vielleicht erklären, warum hier die Heiligenfigur... Die Heiligenfigur ist bestimmt aus der Kirche. Haben die sich als Deko ins Haus gestellt? Zack. Fluch mitgebracht. Okay. Ich habe mein Leuchtfeuer gar nicht mehr, aber meine Kamera habe ich noch. Ach, guck mal hier. 2022. Besuch unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgärten. Wir erneuern unsere Irrgärten jedes Jahr. Kathedrale von St. Jupiter. Blue Maze. Aha. A yellow candle. Eine gelbe Kerze. Schön, schön. Stopp. Da steht Stopp. Also hier sollen wir anscheinend nicht reingehen. Wir können aber da rein. Aber vielleicht brauchen wir die gelbe Kerze, um dann in den Irrgarten zu kommen. Irrgarten ist immer gut. Kann ich vielleicht hier irgendwo an der Kerze die Kerze anzünden? Nein. Das ist scheinbar der einzige Weg. Aha. 1987. Aha. Guck mal, hier sind Fotos. Die Szene können wir festhalten. Das sind 36 Jahre und 87 plus 22 sind aber keine 36 Jahre, sondern 35. St. Jupiters Kathedrale. Glockenturm, Grundstein, Beichtstuhl, gelber Irrgarten, blauer Irrgarten, grüner Irrgarten, roter Irrgarten. Die gelbe Kerze ist dann wahrscheinlich dafür. Oh. Unser Safe, wo wir Sachen rein und raus tun können. Ablegen. Was könnten wir denn da ablegen? Ich weiß nicht, brauchen wir die Schaufel noch? Ich habe keine Ahnung. This is impossible. This place didn't look like this a second ago.
Besuchen Sie unsere Kunstwerke in den biblischen Irrgarten. Wir erneuern unsere... Okay, jedes Jahr. Wo bin ich denn überhaupt? Wir sind, glaube ich, hier oben, ne? Blauer Irrgarten. Gelber Irrgarten. Oh. Madison Hale? Madison. Is this her coffin? The eye is missing. Okay. Klopf, klopf. Das ist schon krass, ne? Du fotografierst. Ah, hier sind auch die Fotos. Der Seite mal. Direkt von unten vielleicht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. So, liegt da mal Liedertext? Nein. Doch, hier liegt was. Okay, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen gelb, oder? Gelb, mhm. Das heißt... Ganz hinten rechts liegt der Grundstein. Wenn wir denn da hinkommen? Will ich mal eben gucken. Oder da, ganz hinten rechts. Ah, dann sind wir da hergekommen. Warte mal, da sind wir hergekommen. Der Grundstein der Kirche. Das ist dann hier hinten. Da rein. Und hier geht's dann zum Glockenturm. Dankeschön. Zum Glockenturm. Müsste es hier hingehen. Mal auf was gucken, was steht da? The color of life, the color of peace, the color of our little angels. Die Farben von Leben, von Frieden. Grün. The color of death, the color of wine. The color of Jesus' blood. Wahrscheinlich rot, ne? Rot, also grün. Grün ist gut. Hier ist grün. Rot. Rote Kerze. Was that the bell I heard at the graveyard? Soll ich die Glocke läuten mit irgendwas? Okay, ich fange mal mit der grünen Ausstellung an. Weil ich glaube, dass das das Zeichen für Leben ist. Gelb, blau. War grün überhaupt dabei?
Rot. Grün. Ach ja, ein Irrgarten. Was auch sonst? Engel, ah. Jesus. The Color of Blood. Hier muss das Rote hin. Die Engel. Hier muss das Grüne hin. Aber ich habe nur Gelb. Ist Gott dann gelb oder was? Wahrscheinlich schon, ne? Dann brauchen wir noch eine Kerze. Ist jetzt so meine Vermutung. Das ist einfach Ende, ne? Hier ist auch Ende. Ja. Okay. Ich gehe einfach mal in die rote Ausstellung. Mal gucken, was passiert. Die drei. Aber so viele Kerzen habe ich doch gar nicht. Muss ich vielleicht doch was mit den Kerzen machen? Mal die anderen Ausstellungen. Ich verstehe das Rätsel nicht. Gehen wir nochmal in Gelb. Eigentlich müsste ja nur noch eine fehlen, ne? Eine Kerze, aber wo ist die? Thank you.
wieder raus. Hä? Okay, wir müssen noch eine Kerze finden. Müssen die in den richtigen Raum stellen. Komm ich nochmal hier. Oh, vielleicht müssen wir aber auch hier die Jahreszahlen ändern. Kann das sein? 1951. Ah, wir müssen die Jahreszahlen ändern. Verstehe. ...1987 war nämlich... Die Beichte, die Beichte. Hello? Excuse me? Me again, oh mother. Nancy. Look, I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me. To get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you understand. He was in charge of a gas chamber. He took so many innocent lives. He destroyed them. Who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see a void, emptiness, nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Also sie hat ihren Mann umgebracht. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Der allerdings, tja, anscheinend ein geflüchteter Nazi war. Ah, guck mal hier. Die Maria, was kriegt die? Blau. Maria kriegt blau. Und Gott? The color of light, the color of the sun, the color of our Father, Lord. Gott kriegt gelb. Okay, Maria blau, Jesus rot. Ah, brauchen wir noch eine Kerze? Ah, die müssen wir da wahrscheinlich rausholen. Kann das sein? Ich guck da mal nach.
woanders. Huch, jetzt irgendwie erschrocken. Wo muss ich denn hin hier? Warte mal. Alter, ist so dunkel hier. Wo soll ich denn die anderen Kerzen herkriegen? Eine Kerze fehlt noch. Hier irgendwo bestellen. Warte mal. Da. Hier gibt's keine Kerze. Ich kann doch nicht in jeder Dimension irgendeine Kerze aufstellen, oder? Oder muss ich dann ein Foto machen? Trotzdem fehlt noch die letzte Kerze. Vielleicht wieder im Glockenturm. Was war das? Ach, sie betet noch. Der Ausgang. War ich schon im Kirchturm? Ich habe, glaube ich, nur die Fotos gemacht. Warte mal. Die muss ich noch weiter hoch. Auch abgeschlossen. Okay, wie war das? The color of the sky, the color of the sea. The color of Mary's tears. Müssen wir aufschreiben. Also Maria ist blau. Blau. Gott ist rot. Trotzdem fehlt noch eine Kerze. Vielleicht im Jahr 2022. Aber eigentlich in jedem Jahr, oder? Die eine Kerze habe ich in dem Jahr 1987. Ach, hier. Hier ist die blaue. Ah, wahrscheinlich muss ich in dem richtigen Raum die richtige Kerze entstellen. Warte mal, hier hatte ich die gelbe her. Oder? Ich meine es schon, hier hatte ich die gelbe her. In dem anderen, in 1951 muss noch eine... Nee, die hatten wir ja auch schon. 2022. Nein, das interessiert ihn nicht. Aber in welchem Jahr? Wahrscheinlich in 1987 muss ich die richtigen Kerzen im richtigen Raum. Es könnte so viele Möglichkeiten sein. Entweder in dem richtigen Jahr, in dem richtigen Raum. Ich muss nur mal alle einsammeln. Warte mal, wollte ich die in dem gelben? Ich würde jetzt aber sagen, hier in dem Madison-Teil. Hier sind sie nicht mehr.
nicht im Gelben. Im Grünen hatte ich die abgestellt. Im Grünen hatte ich die abgestellt. Nee, ich habe nur 3 Kerzen. Die grüne Kerze fehlt. Wo ist die grüne Kerze? Ich muss nochmal hier auf die Anleitung gucken, dann komme ich nochmal im Jahr 2002. Von 10. Ich muss was in den Safe legen. Ich kann hier keine Kerze aufnehmen. Ablegen. Nehmen wir mal hier diese dämliche Schaufel. Okay, und was noch? Den Hammer. Und diese rostige Box. Ablegen. Ja. Okay. So, stopp. Engel waren grün, ne? Grün. Und Jesus war rot. Hier war auf jeden Fall eine Kerze. Okay, mir fehlt noch eine. Eine fehlt mir noch. Die grüne, glaube ich, ne? Ich habe blau, ich habe rot, ich habe gelb. Ich brauche noch die grüne Kerze. Wo könnte die grüne Kerze sein? Wir haben nur 3 Zeiten. In jeder Zeit war bisher eine Kerze. Ich gehe nochmal ins Jahr 2022 zurück und guck, ob wir da irgendwo... Ich dachte, man kommt da nochmal irgendwie hoch, aber kommt man nicht. Hier gab es ja die gelbe Kerze. Also hier können wir auch nichts aufstellen. Ich glaube, ich muss in jeden Raum. In jeden Raum von 1957. Hier war zwar die eine Kerze, aber die andere muss dann doch noch irgendwo sein. Mein Gott, ey. Ein Zettel. On earth, our Father in heaven, hallowed be your name. Er ist hier. Your kingdom come, your will be done. Wer on denn? Earth, as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. Also bis auf die Kerze muss es hier dann noch mehr geben, oder? Das war nur für die Dinger.
Tja. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Da schwebt doch was, oder? Alles klar. Another candle. Nicht mal mit, ne? My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. What? Your kingdom come. Also ich bin mir sicher, im Jahr 87 müssen wir das verteilen. Okay, gelbe Kerze. Gelb vor Gott. Nee, gelb vor blau, rot. Gott war gelb, oder? Gelb. Wie schreibe ich denn rot dahin? Engel grün, Jesus rot. Maria blau. Also hier müssen wir in den Gottraum. Also in den Raum und die Kerze vor Gott aufstellen. Tja, so haben wir es jetzt. Wenn es denn hier Gott gibt. Jesus, Engel, Maria. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Da muss ich es vor alle drei stellen. Engel. Grün. Maria. Blau. Jesus. Rot. Und dann ein Foto machen oder was? Vielleicht nicht in diesem Raum aufstellen. Vielleicht doch in 1951. Weil hier gibt es keinen Sinn, oder? Vielleicht muss es doch 1951 sein und nicht... Vielleicht damit die Tür aufgeht. Hier ist ja nur der scheiß Sarg. Also wahrscheinlich doch 1951. Okay, blau. Maria. Boah, wenn ich jetzt noch wüsste. Aha.
Okay, das war richtig. He is here? What? Warum ist er hier? Gelbe Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Uns nicht erwischen? Er hat die Gasmaske auf. Ja, ja. Gelb. Gott. Da ist er. The color. Jetzt mal schnell raus hier, ne? Oh, falsch. Oh, er ist rot für Jesus. Warum? Verstehe es nicht, warum er uns jedes Mal abschlachtet. Okay, rot, Jesus. Vielleicht aber auch in dem anderen, in der anderen Zeit. Na, hier ist zumindest rot. Jesus. Rote Kerze. The color of Jesus. Da geht's raus. So, jetzt fehlt noch grün. Engel. Aber ich gehe jetzt zurück in meine, in die andere Zeit, weil ich glaube, grün ist... Ah. Hier komme ich nicht her. Ah.
Grün ist in 1987. Weil Grün müssten Engel sein. Und da waren keine Engel in Grün. Jetzt Glocke. Ist zumindest hier noch auf. Ein Schlüssel. Was ist das? Achso. Der Schlüssel für die Fronttür. Aber dann müssen wir gleich nochmal wieder in die andere Zeit, ne? 1951. Es ist egal. Ja, kann man auch raus. Abgeschlossen. Wofür, für welche Tür ist das? Beichtschlüssel. Beichtschlüssel. Da müssen wir doch noch 1951. Oh, da ist das I. Hans Göring. Jetzt nicht sie weg. Nach 90. Oh. Hans Göring, ey, Alter, mein Falter, du. Das I setzen wir jetzt bei Madison ein. Madison Hill. 1944. Da ist natürlich nichts drauf. Is this her skull? Nehmen wir mit. Was machen wir jetzt mit ihrem Schädel? Ein bisschen Visage, nicht wahr? Ja, ja, Familie ist alles, ne? Familie ist alles. Briggs?
Schreibblockade. Ah ja. Ich dokumentiere alles. Sealed off. Ach ja, das alte Hin- und Her-Spiel. Wer kennt es nicht? Müssen wir irgendwas hier machen? Hier, guckt, ey. Wir werden eh gleich Oha. What? Und dann wird der Raum immer kleiner? Wegrennen müssen. Geschlossen. Oh, jetzt sag nicht, ich muss das normal machen. Wahrscheinlich muss ich dann abhauen vor ihm. Ja. It's sealed off. Even more bricks. Also müssen wir uns dann gleich umdrehen. What? Und laufen. Und zwar, sobald wir ihn sehen. The attic. Okay, der Dachboden. Wir haben den Schädel von Madison. Aber was können wir damit machen? Mehr haben wir jetzt nicht gekriegt, nur den scheiß Schädel, ne? Okay, wir brauchen noch irgendwas, um das hier aufzumachen. Brecheisen oder irgendwie sowas. Okay, jetzt sind wir also wieder hier und in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht und was wir mit dem Schädel vielleicht machen können. Freut ihr euch auch schon so wie ich? Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.